gesagt hat, unsere Wertvorstellungen sind die einzig allgemeingültigen und die müssen wir auch entsprechend exportieren in die damals bekannte Welt herein. Und dann kam ein relativ langer Zeitraum der Maturität. Aber natürlich auch nach der dortigen Studie, die ich da gelesen habe, war es so, dass man sagt, dass sich Europa heute in einem Art Zeitalter der Senilität befindet. Und Senilität geht meistens einher, nach dieser Beschreibung, in Betrachtung auf eine Gesellschaftsform, so dass es sich um einen gewissen Werteverfall handelt, dass eben die Werte, die da, oder die Ideale oder die Helden, die dargestellt werden, dass es dann eben nicht mehr irgendwie ein, ich weiß nicht was, ein Roland oder das sind nicht mehr Heilige, sondern das ist dann eben das, was bei Germany's Next Top Model herauskommt. Das sind dann die tatsächlichen Wertestandards, die dann für uns eine gewisse, oder für die Gesellschaft eine gewisse Gültigkeit haben. Und ich weiß genau, dass ich es extrem stark überzeichne momentan, das ist ganz klar, das lässt sich nicht eins zu eins anwenden, aber man kann das schon in dem Sinne feststellen, wer sind denn die Ideale, wer verkörpert was für Ideale. Und wenn man jetzt aber davon ausgeht, muss man es mit etwas anderem vergleichen. Ich glaube natürlich nicht an die, ich glaube schon an das, was ich vorher erwähnt habe, die Inevitability of Geography, aber ich glaube zweifellos nicht an die Inevitability of Politics, an die Unausweichlichkeit der Politik. Und deswegen sage ich auch, dass eine Senilität nicht unbedingt sofort in das Verschwinden münden muss. Und ich glaube, dass wir gerade in Europa gezeigt haben, dass wir sehr wohl Strukturen aufstellen können und auch ausdenken können und auch applizieren können, die unglaublich nach vorne gewandt sind, die in die Zukunft hereindenken. Und ich glaube, jetzt mal wirklich distant betrachtet und wohl wissend, dass da unglaublich viele Fehler und Schwierigkeiten drinnen sind, aber das macht mich irgendwie zu einem passionierten Europäer, würde ich sagen, dass wir natürlich mit der Europäischen Union die modernste politische Struktur, die es derzeit auf der Welt gibt, tatsächlich geschaffen haben. Und wir sehen das oft im Rahmen der Europäischen Union und als Personen, die hier im Großraum der Union leben, meistens nicht. Man sieht das meistens nicht. Sondern man kriegt das immer erst dann vorgehalten, wenn man aus der Union herausreist und in anderen Teilen der Welt ist und sich dort auch mit Politikern oder mit anderen Entscheidungsträgern unterhält und es dann plötzlich herauskommt, ja, ihr habt ja mit der Europäischen Union ja die Weichen weit in die Zukunft hereingestellt, weil ihr eben Strukturen gefunden habt, die der Tatsache des großen Wandels, auch gesellschaftlichen Wandels oder staatlichen Wandels, gerecht werden. Die der Tatsache gerecht werden, dass die Dimensionen heute größer geworden sind, dass der Handel wesentlich weiter geht, dass die Kommunikation wesentlich schneller geht und dass damit eigentlich eine Kleinstaatlichkeit keinen echten Platz mehr hat. Und ich habe eben im letzten Jahr und auch zu Beginn dieses Jahres zum Beispiel relativ viel in Westafrika tätig sein können. Da gibt es auch eine Wirtschaftsgemeinschaft, das ist die ECOWAS, die auch relativ weit fortgeschritten ist im Verhältnis zu uns. Es wird hier in Europa fast nicht beachtet, weil sie auch auf uns keine so große, außer in Frankreich, eine so große wirtschaftliche Auswirkung hat. Aber da habe ich doch mich mit relativ vielen Politikern unterhalten können, die also auch gesagt haben, die Institutionen, die ihr habt, sind ja ganz gewaltig, wie die in die Zukunft hereinweisen. Und da ist insbesondere das Beispiel des Europäischen Gerichtshofes, der natürlich dann auch praktisch wirken kann im Verhältnis zu einem direkt gewählten Europäischen Parlament, als etwas unglaublich in die Zukunft weisendes dargestellt worden. Und das tut einem als Europäer, wenn man hier ist und natürlich dauernd nur von der Krise von Europa und der Europäischen Union hört und auch die Schwierigkeiten sieht, die wir hier haben natürlich, ist das etwas, was einem echt gut tut, wenn man das Gefühl hat, wir haben ja an und für sich Institutionen, wenn wir sie mit dem richtigen Leben und dem richtigen Inhalt erfüllen, dann sind das Institutionen, die wirklich bei all der Krise und bei all dem Umbruch, den wir erleben, die wirklich in die Zukunft hereinweisen. In Europa nimmt immer mehr die Politikverdrossenheit zu, vor allem unter der jungen Generation. Weder eine direkte Bürgerbeteiligung die Lösung. Sehen Sie da Vor- und Nachteile dafür? Was wäre so unsere Zukunft? Ich weiß nicht, ich meine, wir haben vorher gerade gehört, wie die Situation in der Schweiz ist von Ihnen, Herr Professor, und wie dann praktisch die Beteiligung wesentlich stärker sein kann. Ob das jetzt zu einer größeren Passion für die Politik, auch bei der Jugend führt, bin ich nicht völlig überzeugt. Ich muss jetzt eins sagen, ich beobachte ja doch damals politische Geschehen doch schon eine ganze Weile und man hat immer gemerkt, dass das Interesse mal stärker und mal schwächer geworden ist. Und ich habe, glaube ich, Zeiten erlebt, wo das Interesse an Politik, vor allem von der Jugend, auch schon noch wesentlich geringer war, als es heute der Fall ist. Und ich glaube, der Grund, warum auch heute doch ein gewisses Interesse, ist mehr eine Parteiverdrossenheit als eine Politikverdrossenheit.
glaube, es ist ja nicht das Desinteresse daran, an den Entscheidungen für die Zukunft mitzuwirken, sondern es ist ein Desinteresse daran, sich an den eingefahrenen Strukturen, die uns meistens die politischen Parteien vorgeben, sich tatsächlich zu beteiligen, weil eben die Möglichkeit, dort wirklich Einfluss zu nehmen, heute schon außerordentlich gering sind. Aber das politische Interesse an sich, glaube ich, ist in vielen Bereichen schon noch da und wird natürlich auch durch unsere modernen Medien unterstützt. Wird natürlich auch durch die Möglichkeiten der Kommunikation, die wir heute haben, ist die Möglichkeit, sich zu informieren und auch die Möglichkeit, Informationen zu transportieren, eine ganz andere geworden. Und auch da sieht man wieder speziell da, wo es Krisen gibt, wo dann die Medien, die sozialen Medien wirklich hereinwirken, die nun mal vor allen Dingen durch die jüngere Generation betrieben und genutzt werden, da sieht man, was für eine Auswirkung die haben und wie das Interesse sein kann. Wir haben heute vieles von dem gehört, was in der Ukraine stattgefunden hat. Und wenn man weiß, wie die Kommunikation funktioniert hat, um auch große Demonstrationen organisieren zu können, da spielen natürlich diese sozialen Netzwerke eine unglaublich wichtige Rolle. Wir haben in den letzten Tagen erlebt, die Auswirkungen, die es hatte, als der Premier Erdogan in der Türkei verboten hat, Twitter. Zum einen hat es überhaupt keine Auswirkungen gehabt, weil die entsprechenden Netzwerke sofort auf andere Bereiche umgelegt werden konnten. Aber man hat auch gesehen, wie er praktisch die sozialen Netzwerke als, wenn man so will, fast politische Bedrohung empfunden hat. Aber das zeigt ja auch, wie stark sie tatsächlich sind, wenn sie existieren. Ich habe das selber auch wieder zum Beispiel in Ägypten, in Kairo erlebt, jetzt vor 3 Jahren war das schon, als es die großen Demonstrationen am Tahrirplatz gegeben hat. Da war auch faszinierend zu sehen, dass die ja alle organisiert waren durch die Möglichkeit der sozialen Netzwerke, die hier und die vor allen Dingen eben durch die jungen Generationen betrieben worden sind, die eben in der Lage waren, richtig riesengroße Bewegungen tatsächlich hervorzurufen. Im Vorfeld davon, das kann man in dem Zusammenhang schon auch erwähnen, haben wir ja sehr große Demonstrationen erlebt, die in Belgrad stattgefunden haben. Das waren auch Studentenbewegungen, auch basierend auf den sozialen Netzwerken. Und das waren ja auch fast sozusagen die Lehrmeister für das, was sich später am Tahrirplatz abgespielt hat. Also viele der Ägypter, die am Tahrirplatz die Demonstrationen organisiert haben, waren vorher in Belgrad und haben einfach gesehen, wie man friedliche Demonstrationen in einem großen Maßstab langfristig tatsächlich abführen kann, mit Hilfe der sozialen Medien. Also ich sehe das gar nicht so ungemein negativ, weil die Möglichkeit zur Beteiligung und die Möglichkeit des Interesses ist da und da habe ich auch schlechtere Zeiten erlebt. Sie haben gerade jetzt als Beispiel Syrien, Ägypten, Belgrad und auch die Ukraine genannt. Geht es der europäischen Jugend so gut, dass sie nicht demonstrieren geht? Weil wir hören ja selten über Demonstrationen aus Deutschland, die via Twitter und Facebook um die Welt gehen zum Beispiel. Ja, ich glaube, dass der Vergleich natürlich schon ein bisschen schwierig ist, weil ja in den erwähnten Städten, muss man sozusagen, der Leidensdruck auch gewaltig viel höher ist wie bei uns. Ich meine, wenn wir uns heute beklagen, beklagen wir uns ja auf einem extrem hohen Niveau. Ich meine, es geht uns ja im Grunde genommen wirklich ausgezeichnet, mit allen Schwierigkeiten, die es gibt, keine Frage. Aber da ist natürlich, wenn man sich anschaut, was es in den erwähnten Städten, wenn es da zu Demonstrationen gekommen ist, was da dahinter gestanden ist an Leidensdruck, das ist schon absolut gewaltig, was da dazu geführt hat. Natürlich kann man sagen, es geht uns im Grunde sehr gut. Wir haben im vorherigen Vortrag aber auch gehört, dass wir irgendwann mal die Rechnung dafür bezahlen müssen. In unserem Fall ist die Rechnung, die wir jetzt bezahlen müssen, leider die zeitliche Komponente. Und nachdem wir jetzt sehr viel von Bürgerbeteiligung gesprochen haben, werden wir jetzt ein bisschen auch noch das Publikum zum Abschluss beteiligen. Der Reinhard wird mit einem Mikrofon wieder herumgehen und ich würde vorschlagen, dass wir mal eine Fragerunde mit 2, 3 Fragen vielleicht zusammenfassen. Bitte.